Gefühlt alle Monate wieder lohnt es sich, ein bisschen ausführlicher über die Boeing 737 MAX zu sprechen. Es gibt ein paar neue Informationen, ein paar interessante Nachrichten, die auch tatsächlich Hoffnung machen auf eine doch etwas frühere Wiederinbetriebnahme bzw. Neuzertifizierung des Flugzeuges. Und damit ihr da jetzt auf dem neuesten Stand seid, gibt es all diese Infos mal in einem Video. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind mittlerweile schon wieder in der Mitte des Monats angekommen, in der Mitte des Monats August. Das bedeutet, mittlerweile ist schon der fünfte Monat voll, in welchem die Boeing 737 MAX nirgendwo auf der Welt Passagiere befördern kann und überall am Boden steht. Überlegt mal, was das mittlerweile für eine riesige Zeitspanne geworden ist. Der Wikipedia-Artikel über das Grounding der Boeing 737 MAX ist mittlerweile tatsächlich ein gutes Stück länger als der Wikipedia-Artikel über das eigentliche Flugzeug. Und das muss schon was heißen. Und ich muss euch ja auch eigentlich gar nicht mehr vorrechnen, welche Ausmaße das Grounding mittlerweile angenommen hat. Deswegen nur ganz kurz, 387 Flugzeuge vom Typ 737 MAX, die bei den Fluggesellschaften am Boden irgendwo geparkt stehen und über 200 Flugzeuge mittlerweile, die Boeing nach Beginn des Groundings noch produziert hat, die auch irgendwo geparkt sind. Laut aktuellen Daten sollen es jetzt gerade sogar ganz genau 213 von Boeing vorproduzierte Flugzeuge sein, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ausgeliefert werden können. Damit hat man jetzt ziemlich deutlich im Vergleich zum Grounding der Boeing 787 vor einigen Jahren die zehnfache Anzahl an Flugzeugen überschritten. Und wenn wir ganz kurz wirklich nur mal von der Anzahl an Flugzeugen sprechen, dann ist man mittlerweile in einer Größenordnung angekommen, als würde man von einem Tag auf den nächsten alle Flugzeuge der Lufthansa Passage, der Eurowings, von Austrian Airlines und von Swiss einfach mal so am Boden lassen. Und das sind echt viele Flugzeuge. Aber man arbeitet ja auch ganz akribisch an einer Lösung. In diesen 5 Monaten nach Beginn des Flugverbotes der Boeing 737 MAX wurden in den Vereinigten Staaten mit der Maschine bereits über 500 Testflüge absolviert. Und einen Großteil dieser Flüge könnt ihr ganz normal wie alle anderen Flüge auch per Flight Radar oder mit der Flugtracking-Plattform eurer Wahl einfach mitverfolgen. Natürlich lässt sich dabei bei diesen Testflügen immer wieder ein ähnliches Muster beobachten. Die Maschinen werden immer aufs Meer hinausgeflogen, um sie dort zu testen und werden dann irgendwo in einer Höhe rund um 10.000 Fuß in verschiedenen Fluggeschwindigkeiten immer und immer wieder getestet. Man kann davon ausgehen, dass hier immer und immer wieder Situationen erzeugt werden, in denen das noch immer vorhandene MCAS der 737 MAX getriggert wird, dann also eingreifen muss, und das ist eben dann der Fall, wenn das Flugzeug in einer sogenannten Clean Configuration, also mit eingefahrenen Landeklappen und mit eingefahrenem Fahrwerk, bei irgendwelchen Fluggeschwindigkeiten in irgendwelchen Höhen rund um diese 10.000 Fuß entweder aus langsamen Fluggeschwindigkeiten wieder beschleunigt werden soll oder wenn es wieder in den Steigflug übergehen soll. Dort kommt es dann besonders schnell, besonders einfach, aber vor allem eben auch besonders praxisnah zu der für die Aktivierung des MCAS benötigten Kombination aus einem sowieso schon vergleichsweise hohen Anstellwinkel und dem durch viel Schub anliegenden verursachten Pitch-Up-Moment der Triebwerke. Besonders praxisnah deswegen, weil eine solche Situation beispielsweise auch ganz gut im Abflug entstehen kann. Nur mal so als Beispiel, die Maschine ist auf einer bestimmten Abflugroute unterwegs, darf in einer bestimmten Kurve nicht schneller werden als 210 Knoten. Dazu hat der Lotse irgendwie noch Verkehr über der Maschine, lässt das Flugzeug also erst einmal auf 8000 Fuß. Die Klappen sind bereits eingefahren, der Pilot fliegt das Flugzeug noch immer von Hand und dann gibt es die Freigabe zum weiteren Beschleunigen oder zum weiteren Steigen. Und das sind eben genau diese Situationen, in denen dann die Software eventuell eingreifen muss. Und diese Situationen werden dort jetzt eben immer und immer wieder erzeugt. Wenn wir davon sprechen, dass jetzt bereits seit mehreren Monaten akribisch an einer Lösung gearbeitet wird, dann ist das Interesse bei Boeing natürlich besonders groß daran, dass diese Lösung in Form einer Softwareverbesserung erreicht wird und nicht in Form einer Hardwareveränderung. Knapp 600 Flugzeuge, die zum aktuellen Zeitpunkt dort irgendwo auf dem Boden stehen, die lassen sich selbstverständlich per Software-Update vergleichsweise schnell und auch vergleichsweise unkompliziert auf einen in Anführungszeichen sicheren Stand bringen. Eine Hardware-Veränderung bei diesen Maschinen, das wäre mit einem enorm hohen Aufwand und damit selbstverständlich auch wieder mit enorm hohen Kosten verbunden. Und nach aktuellen Erkenntnissen kommt man wohl auch sehr sicher um diesen möglichen Schritt der Hardware-Veränderung drumherum. Der Boeing-Chef selbst ist ja ab und zu mal bei den Testflügen der 737 MAX mit dabei und gibt dann auch hin und wieder mal einen Kommentar dazu ab, wie es gerade mit dem Flugzeug vorangeht. Demnach wird es wohl darauf hinauslaufen, vorausgesetzt das klappt jetzt auch alles, dass die zuständigen Behörden zu einem recht ähnlichen Zeitpunkt ihr Okay geben werden für die Boeing 737 MAX. Trotz der Tatsache, dass sich jetzt natürlich jede Behörde ihr eigenes Bild von dem Flugzeug und von den im Hintergrund arbeitenden Systemen machen wird.
Die verschiedenen Ämter stehen wohl untereinander in Kontakt und sind selbstverständlich auch in Kontakt mit dem Hersteller und plotten so die Fortschritte bei der Boeing 737 MAX fleißig mit. Dabei... Dabei ist man mittlerweile wohl schon deutlich über eine vergleichsweise einfache Überarbeitung der MCAS-Software hinausgekommen und ist jetzt vielmehr damit beschäftigt, jegliche Schwachstellen aus der 737 MAX herauszuziehen, die ein Verkehrsflugzeug heutzutage ganz einfach nicht mehr haben muss. Und dadurch, dass die Ämter dort ebenso aktiv mit dabei sind, können sie natürlich auch entsprechende Erwartungen rausgeben oder Erwartungen veröffentlichen und die deuten doch eher auf eine Wiederzulassung noch in diesem Jahr hin. Wir hatten in einem anderen Video zum Thema MCAS schon einmal darüber gesprochen, dass es in der aktuell noch geltenden Systemarchitektur der Boeing 737 absoluter Standard ist, dass das Flugzeug von Flug zu Flug immer wieder zwischen zwei unterschiedlichen Flugcomputern hin und her schaltet. An diesen Computern hängt dann, wirklich nur ganz, ganz einfach betrachtet, jeweils eine Gruppe von Sensoren, die den jeweiligen Computer dann mit den entsprechenden Daten versorgen, die er für all seine Berechnungen benötigt. An dieser Stelle und eben nicht erst später entsteht in der Systemarchitektur der Boeing 737 jetzt also schon der große Nachteil, dass die Flugcomputer nicht aktiv die Werte untereinander vergleichen können und auch nicht auf Plausibilität prüfen können und auf den Computern hängende Systeme, wie jetzt bei der Boeing 737 MAX neu, das MCAS, die müssen mit diesem vorher schon klar gesetzten Nachteil klarkommen und können dann dementsprechend nur auf die Gruppe an Sensoren zugreifen, welche den jetzt gerade aktiven Flugcomputer mit Daten versorgen. Das Ergebnis der ganzen Nummer sieht jetzt also folgendermaßen aus und das ist ein elementar wichtiger Punkt. Die größte Schwachstelle des MCAS entsteht jetzt nicht in der Programmierung dieser Software, sondern vielmehr einen Schritt davor in der Systemarchitektur der Boeing 737 und der dadurch bedingten fehlenden Redundanz. Der Punkt, der in diesem ganzen Prozess jetzt also so wahnsinnig viel Zeit kostet, das ist nicht die Umprogrammierung der möglicherweise fehlerhaften MCAS-Software auf drück mal bitte nicht ganz so doll und dann bitte auch nicht ganz so schnell und auch bitte wirklich nicht so weit, sondern das ist vielmehr die fundamentale Veränderung der Art und Weise, wie Flugcomputer in einer Boeing 737 funktionieren und miteinander kommunizieren können. Jetzt darf man das, was ich eben gesagt habe, aber auch nicht falsch verstehen, denn die Boeing 737 als 737-800 beispielsweise fliegt ja so mit dieser Systemarchitektur schon seit Jahren absolut sicher von A nach B. Und das ist nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet, dass dieses Flugzeug deutlich konventioneller gesteuert wird als beispielsweise das Konkurrenzmodell des europäischen Flugzeugbauers Airbus, der Airbus A320. Ein im normalen Betriebsmodus rein Fly-by-Wire gesteuertes Verkehrsflugzeug wie eben der Airbus A320, der würde mit einer solchen Systemarchitektur gar nicht funktionieren, beziehungsweise könnte nicht annähernd die Rückfallstufen und damit ja auch irgendwo die operative Stabilität bieten, die er jetzt hat. Die Maschine funktioniert aber auch vollkommen anders und aus dem Grund hinkt dieser Vergleich zwischen Boeing nutzt anscheinend nur einen Computer und Airbus aber direkt drei und das ist natürlich sehr, sehr viel besser, der hinkt ganz gewaltig. Denn Airbus baut diese Computer natürlich nicht nur aus Spaß ein, sondern Basis dafür sind auch hier Zertifizierungsgrundlagen für ein Fly-by-Wire gesteuertes Flugzeug. Nichtsdestotrotz ist es ja auch nicht falsch zu sagen, und das ist jetzt die wichtige Aussage des Videos, dass die Boeing 737 MAX deutlich mehr von ihren Flugcomputern abhängig ist als ihr Vorgänger. Und das trotz der Tatsache, dass man die Steuerung der 737 MAX nahezu komplett aus der vorherigen 737-Version übernommen hat. Die 737 MAX bleibt dabei also ein nicht Fly-by-Wire gesteuertes Flugzeug, ein vergleichsweise konventionell geflogenes Flugzeug und deswegen gelten für diese Maschine auch andere Zulassungskriterien als für einen Airbus A320. Lediglich die Spoiler der 737 MAX werden jetzt Fly-by-Wire mäßig angesteuert. Das ist dann aber auch schon die einzige in dieser Hinsicht interessante Neuerung und da die Spoiler eben nicht zwingend für das sichere Fliegen des Flugzeuges benötigt werden, sind sie hierfür auch jetzt vernachlässigbar. Und trotzdem übernimmt ein MCAS in der 737 MAX, auch wenn das jetzt rein von der Definition her wahrscheinlich komplett falsch ist, eine Funktion, die man ja doch eher einer Fly-by-Wire-Steuerung zuschreiben würde. Und zwar gibt das MCAS schon irgendwo dem Flugzeug einen sicheren Bewegungsrahmen vor, in dem sich das Flugzeug schon quasi frei bewegen kann, bricht die Maschine allerdings dann aus diesem sicheren Bewegungsrahmen aus, dann greift das MCAS ein, und zwar greift es in diesem Fall so massiv in die Trimmung des Flugzeuges ein, dass das eventuell schon Grund genug dafür sein dürfte, um sich hier eventuell an den für Fly-by-Wire gesteuerten Flugzeugen geltenden Richtlinien zum Thema Zertifizierung, zum Thema Redundanz orientieren zu müssen.
Mit anderen Worten, wenn eine solche Funktion an Bord der 737 MAX wirklich sicher und zeitgemäß funktionieren soll, dann müssen die Flugcomputer der Boeing 737 MAX beide gleichzeitig arbeiten und müssen miteinander kommunizieren. Und genau da ist man eben jetzt gerade dran. Die Problematik ist bekannt, wird behoben und wenn die zuständigen Behörden das ganz genauso sehen, dann steht einer eventuellen Neuzertifizierung bereits im September eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel im Wege. Und dann könnte das Flugzeug vielleicht sogar schon im Oktober wieder bei den Fluggesellschaften in die Luft gehen. Aber das sehen wir, wenn es wirklich soweit ist. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der kleine Überblick über die aktuellen 737 MAX Informationen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.